Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Politik-Talk mit der Bürgerbewegung Pro-NRW. Wir streben an, in den Landtag von Sachsen-Anhalt einzuziehen, so eh nicht schaffen werden. Koalitionsverhandlungen, SPD und FDP regieren zusammen in Rheinland-Pfalz. Machen wir den Neuner-Trick mal. Bei so kleinen Summen lohnt sich das noch. Hilfe. Ich drück die Taste nicht. Angel mag das nicht, wenn ich entfernen drücke. 25 Wochen für Thüringen Wahl. So. Wir haben kein Geld. Guckt euch das Freiwilder-Display an, wenn ihr den Insider nicht versteht. Falls jemand fragt, wir haben kein Geld. Wir haben prinzipiell nie Geld. Aus Prinzip. Leider stimmt es wahrscheinlich doch. Weil wir immer irgendwie linke Regierungen sind und irgendwie linke Regierungen es nicht hinkriegen, einen anständigen Haushalt zu halten. Dabei heißt es sogar Haushalt. Ich glaube, ich habe mich verschaut, also. Ich glaube, das habe ich ja, also. Ich glaube, da habe ich was falsch gesehen. Da wird was nicht stimmen. 900.000, der Haushaltsminus. Wie kriegt man sowas hin? Ja, aber Umbusa hat die Piraten verlassen. Interessanter. Boah. Ja, Regierung, da kriege ich. Ui! Ui, ui, ui! Also, da wird die eure Realität. Also, egal wie ich da. Also, wer da in Deutschland nicht hier. Was kommt mit. Ui! Eine Million Dummetasche. Es ist ja. Oh, Milliarde, sorry. Milliarde. Eine Milliarde. Im Minus. Doppelt so viel Minus wie Plus. Da stimmt ja irgendwas nicht wohl in der Berechnung der Regierung, habe ich das Gefühl. Ich mache da mal einen Screenshot. Ich dachte die ganze Zeit, dass eine Bluetooth abgeschaltet wird. Ich werde es weiter benutzen. Auch wenn es abgeschaltet ist und nichts mehr geht. Ich werde es immer weiter benutzen. So, in Deutschland, in 26 Wochen ist Deutschland. Das heißt, ich brauche 240.000. Gehe ich noch ein bisschen ins Minus. Aber sollte ja wohl drin sein. Weiter geht's. Das gehört. Das ist meine Meinung zur GEMA. So. Ich so dreist dann ein. Mach das mal im Video aus. Ja, ja. Das war ziemlich eindeutig dagegen. In Thüringen ziehen wir nicht ein. Das Lied übrigens ist überhaupt nicht mehr geschrieben. Ich wollte dich nur mal anmerken. Gerade auch gehört habe. Ist trotzdem bei der Playlist was irgendwie ganz in Ordnung. Oh! Thüringen! Hallo Thüringen! Warum will ich statt Thüringen immer Tübingen sagen? Naja, niemand im Osten möchte wahrscheinlich. Ich hab nichts gesagt, ja. Hab ich was gesagt? Das, ja. Oh, ich scheiße, ich hab bei Piraten ja gekriegt. Linke SPD. Wir haben einen zu starken Linksdrift in Deutschland.
Backup verschworen, ja. So. Dann nutzen wir die aber mal für Schleswig-Holstein. Den Rest zahlen wir ein, unser restliches Geld. Ich mich gerne Geldanlagen kümmern. Spargeld. Geld einzahlen. Ich war auch, das ist gerade grauenvoll, aber. Okay. Und dann hätte ich gerne auch gewusst, welche Partei sie wählen. Oh ja. Boah. Naja, besser als Piraten. In der Realität nichts gegen die, nur im Spiel sind die halt nervig. Wobei, ich sollte eigentlich mal ein Video über die Piraten machen. Da kann man so viel zu denen sagen. Da ein bisschen Recherche findet man sehr viel über die raus. Ja. Das nervt noch. Ein bisschen Recherche findet man viele Leichen in deren Keller. Zum Beispiel viele ehemalige NPD-Mitglieder. Das ist für eine anständige Partei wäre das eine Leiche, ja. Ja, die AfD ist rausgeflogen. Juhu. Ja, wir haben kein Geld, genau. Müssen wir dafür stimmen, weil wir kein Geld haben. Wollen es beim Herbst oder da Geld ist gerade ein bisschen wichtiger, habe ich ja gefühlt. Wir brauchen Geld. Jungs, wir brauchen Geld. Das ist ja grauenvoll. Ich muss wieder Geld einzahlen. Nur ein Millionchen. Kann auch eine Million als Festgeld machen, aber. Das lohnt sich bei dem Tag. Bei diesem Sparbuch sind es echt nicht mehr. Könnte auch was bauen, aber das ist nicht notwendig. Ja. Im Bundestag behandeln wir alles, aber wir sind die realistischste Koalition hier. SPD, FDP-Minderheiten. Oh, geht auch natürlich. Sind wir nicht die realistisch, in Ordnung. Bundestag, ja. Wie sieht's aus mit Ämter? Bundeskanzler. Ach, die Jutta Missel war auch davor schon, habe ich mir fast gedacht. Arbeit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, Finanzminister. Auch nicht. Besser als die Piraten, aber. Oder die Linke, aber. Linksbasierte Regierung. Und ich war links versifft im direkten Sinn, sondern einfach geldverschwenderisch. Bayern. Super, die Bürgerbewegung pro NRW, aber wir müssen uns auch mal in andere Länder vorwagen, ja. Schleswig-Holstein. Da haben wir keine Chancen. Dafür der Minderheitenbund. Dezent. Berlin. Ja, das ist jetzt wichtig. Antonia Zirndorf ist neue Ministerpräsidentin von Bayern bei Kate Bessel. Moment, war Kate Bessel nicht auch Ministerin mal? Aber Antonia Zirndorf war schon. Ja, war Gesundheitsministerin. Meinte doch, dass ich die gerade gesehen habe. Antonia Zirndorf, die hat auch schon mehrere Ämter. Naja. Weil ich hierzu ein Wiki machen sollte. Hui! War schon Ministerpräsidentin von
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern und Außenministerin, Finanzministerin und Bundeskanzlerin. Irgendwie sowas da kommt dann daraus. Hässlich. Hässliche Farbkombination. Macht der Koks. Und ist auf einer Sexorgie. Wow, macht sich gleich beliebt. Wir brauchen neue Politiker. Wir sind ziemlich eindeutig liberal. Warum sind wir liberal? Ich möchte nicht liberal. Beliebtheit, gut. Ja, also sie sind so bekannt. Liberal und konservativ. Egal, ich hole jetzt die Kate. Ist sie nicht gerade gestorben? Von den Toten wieder auferstanden. Und jetzt in meiner Partei. Direkt antreten. Auch mal was Junges hier. Was Junges Totes. Wir sagen einfach mal ja. Nein, wir sagen nein. Wir sind gegen die Regierung. Nein, wir sagen ja, weil die CDU ja. Was die CDU sagt. Das behauptet ja. Viele Deutsche. Was die Regierung sagt, ist richtig. Hat sich in letzter Zeit zum Glück gewandelt. Man sollte nicht immer alles glauben. So ein grundsätzliches Misstrauen gegen alles ist gut. Aber ein grundsätzliches Vertrauen ist genauso wichtig. Sollte nicht gegenüber allem misstrauisch sein. Ganz wichtig. Aber auch nicht allem blind vertrauen. Ach du Scheiße. Noch zwei Schwächste. Wie wir dann Bayern aber abschneiden, sehen wir in der nächsten Folge. Naja. Ich empfehle auch heute unseren Werten. 17 Uhr Slot, da kommt Philips Game Dev Tycoon Folge 2. Vielleicht seht ihr euch da ja. Tschüss, bis.